Wir sind in Lukas, Kapitel 22. Das Lukas-Evangelium geht langsam auf sein Ende zu. Und was hier genau passiert, lese ich euch jetzt wieder aus der Volksbibel vor. In ein paar Tagen sollte das große Passafest starten. Die oberen Priester und die Theologen planten ein Attentat auf Jesus. Allerdings hatten sie auch Angst vor der Reaktion der Menschen. Plötzlich übernahm der Teufel die Kontrolle über Judas Iskariot, der einer der Schüler von Jesus war. Judas ging zu den obersten Priestern und dem Chef der Tempelpolizei und heckte mit denen einen Plan aus, wie man Jesus am unauffälligsten festnehmen könnte. Die waren ganz begeistert von Judas und beschlossen, ihm als Belohnung Fettgeld dafür zu geben. Sie hatten also einen Deal und Judas Aufgabe war es, die nächstbeste Gelegenheit zu finden, wo man Jesus ohne großen Wirbel verhaften könnte. Jetzt treffen sich die Jünger zu einem gemeinsamen Abendmahl oder auch Passamahl, Jesus und seine Jünger, und das sehen wir als Bibelcartoon. Jesus wollte mit seinen Freunden, den Jüngern, das Passafest feiern. Das Passafest ist das wichtigste jüdische Jahresfest und wird mit einem gemeinsamen Abendessen eröffnet. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, um das Fest vorzubereiten. Sie sollten dafür einem Mann folgen, den sie auf dem Weg trafen. Den Besitzer des Hauses, in das er ging, sollten sie bitten, seine Räume zu nutzen. Das funktionierte auch. Als Jesus mit seinen Jüngern beim Passa-Abendmahl saß, nahm er einen Eimer und begann jedem Einzelnen die Füße zu waschen. Petrus wollte das nicht, weil es eigentlich üblich war, dass ein Angestellter seinem Chef die Füße wusch, aber nicht ein Lehrer seinen Schülern. Jesus erklärte ihm: Ihr sollt genau so miteinander umgehen, wie ich gerade mit euch umgehe. Keiner soll sich wichtig machen. Nein, helft euch gegenseitig. Seid jederzeit bereit, anderen Gutes zu tun, auch wenn es sich um erniedrigende Dinge handelt. Danach nahm Jesus das Brot und zerbrach es. Er gab jedem der Jünger ein Stück davon und sagte: Dieses Brot steht für meinen Körper, den ich für euch geben werde. Esst alle davon. Dann nahm er einen Becher mit Wein, reichte ihn herum und sagte: Dieser Wein steht für mein Blut, das fließen muss, damit eure Schuld vergeben werden kann. Trinkt alle davon. Feiert dieses Abendmahl regelmäßig und erinnert euch immer daran, dass ich euch durch meinen Tod befreit habe und ihr ein neues Leben haben könnt. Dann wurde Jesus traurig. Leider wird einer von euch mich an meine Feinde ausliefern. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen: Wer von uns könnte denn so etwas Bösartiges tun? Petrus sprang sogar direkt auf und sagte zu Jesus: Nein, niemals! Ich würde sogar für dich sterben! Petrus, noch bevor morgen die Sonne aufgeht, wirst du dreimal behaupten, mich nicht einmal zu kennen. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde und warnte ihn auch vor seiner Tat. Aber Judas hatte es sich schon so fest in den Kopf gesetzt, Jesus zu verraten. Das Geld, was er für den Verrat bekam, war ihm mehr wert als seine Freundschaft zu Jesus. Nach dem Abendmahl ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Park, um zu beten. Was Jesus auf diesem Abendmahl sagt, lese ich jetzt aus der Volksbibel. Und dann sagte er zu allen: Erinnert ihr euch, als ich euch losgeschickt habe, um die gute Nachricht allen Leuten weiterzuerzählen? Da solltet euch ja nichts mitnehmen, keinen Rucksack oder Kleidung oder so. Habt ihr in der Zeit irgendetwas vermisst? Die Jungs antworten: Nein, haben wir nicht. Okay, aber wenn ihr jetzt losgeht, vergesst nicht, Geld einzustecken und nehmt einen Rucksack mit. Wer keine Waffe hat, sollte ein paar seiner Sachen verkaufen und sich von dem Geld eine Knarre besorgen. Denn jetzt geht es los. Was in den alten Schriften steht, das passiert nun. Er wurde zu einem Terroristen erklärt. Alles, was die Propheten über mich gesagt haben, wird jetzt passieren. Meister, wir haben aber nur zwei lange Messer dabei, antworteten seine Schüler. Genug jetzt, ihr checkt es nicht, sagte Jesus. Als nächstes wird Jesus gefangen genommen. Und genau das zeige ich euch auch wieder als Bibelcartoon. Im Park der Gethsemane oder Ölberg hieß angekommen, versammelte Jesus seine Freunde, die Jünger, und bat sie:
Diese Zeit wird sehr schwer für mich. Bitte bleibt mit mir wach und betet, dass ihr diese schwere Zeit übersteht. Dann ging er ein Stück von ihnen weg, um allein mit Gott zu reden. Er betete sehr intensiv. Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass mich das, was mir bevorsteht, nicht erleiden. Ich will aber tun, was du möchtest und nicht, was ich möchte. Jesus hatte so große Angst und betete so intensiv, dass er Schweiß und Blut schwitzte. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Er weckte sie auf. Warum schlaft ihr? Ihr müsst jetzt wach bleiben und beten, dass ihr das, was kommt, übersteht. Da kam Judas schon mit einer Gruppe von bewaffneten Männern dazu. Er ging zu Jesus und begrüßte ihn mit einer herzlichen Umarmung und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Das war das Zeichen für die Leute, die Judas mitgebracht hatte, wen sie festnehmen sollten. Jetzt verstanden auch die Jünger, was hier passierte. Und einer von ihnen ging sofort mit einem Messer auf einen der Männer los, die Jesus festnehmen wollten. Er schnitt ihm ein Ohr ab, aber Jesus stoppte ihn. Hör auf! Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt sterben. Jesus heilte sofort das Ohr des Mannes. Dann fragte er, warum habt ihr mich nicht am Tag verhaftet? Ich war doch jederzeit in aller Öffentlichkeit sichtbar und habe zu den Menschen gesprochen. Aber jetzt ist eure Zeit, die Zeit, in der die Finsternis herrscht. Die Jünger waren inzwischen alle vor lauter Angst weggelaufen und Jesus wurde weggebracht, um verhört zu werden. Die Soldaten machten sich über Jesus lustig. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn und fragten, »Na, du Allwissender, wer hat dich geschlagen?« Petrus war ihnen heimlich gefolgt und beobachtete alles aus sicherer Entfernung. Da sprach ihn eine Frau an, »Du warst doch auch mit diesem Jesus unterwegs.« »Nein, sie müssen mich verwechseln.« »Klar, du bist doch auch einer von denen, die er Jünger nannte.« »Quatsch, ich habe den Mann noch nie gesehen.« »Dich habe ich doch auch bei ihm gesehen. Ich kenne ihn nicht.« In diesem Moment ging die Sonne auf. Da erinnerte sich Petrus, was Jesus beim Abendmahl zu ihm gesagt hatte. Er ging traurig weg und weinte sehr. Die Geschichte von der Verhaftung, Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu erstreckt sich über mehrere Kapitel. Kapitel 22 hört mit diesen Erzählungen von Petrus auf und dann geht es im Kapitel 23 weiter. Ciao, wir sehen uns dann.